Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Outriders Video. Heute geht es wieder um ein geleaktes, legendäres Rüstungsset. Also wer nicht gespoilert werden will, der sollte sofort wegschalten. Im letzten Video war der Technomant dran und ich habe mir vorgenommen, für jede Charakterklasse erstmal ein Video. Wenn wir dann mit den vier durch sind, geht es wieder von vorne los. Ich habe bis auf den Assassin für die anderen Charakterklassen vier Sets. Vorher waren es drei, ich habe noch ein bisschen was gefunden. Das heißt, 13 weitere Videos werden folgen. Das sind die Skripts für die ganzen Folgevideos. Ich nehme wirklich immer nur ein Set unter die Lupe, ein bisschen detaillierter dafür. Gebt mir mal ein Feedback, wenn ich mit den Charakterklassen jeweils einmal durch bin. Würdet ihr euch wünschen, dass ich dann dazwischen erstmal ein Video über die legendären Waffen mache? Oder soll ich erstmal alle Charakterklassen durchhauen in den 13 Videos? Dann ist es aber erst dann soweit, wenn das Spiel schon in der Vollversion am 1. April draußen ist. Denn es sind 30 weitere legendäre Waffen schon geleakt und ich habe mir vorgenommen, das so zu machen, dass ich jede Waffengattung mir extra rauspicke, zum Beispiel die Schrotflinten, ein extra Video, und dann würde ich das nämlich so machen, die vier Charakterklassen jeweils ein Rüstungsset, dann mache ich ein Waffenvideo und so weiter und so fort, dann geht das Ganze einfach wieder von vorne los. Also gib mir da mal ein Feedback, da würde ich mich wirklich sehr drüber freuen. Heute geht es um den Assassin oder auch Trickster im Englischen genannt. Ich wünsche mir, das ist geil, ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video und lasst mir vorab gerne schon mal einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Outriders nichts verpassen wollt. Let's go! Wir fangen mit dem legendären Set vom Assassin an. Chronosuit Set nennt sich dieses. Wir fangen wie immer zuerst mit dem Dreifachbonus an. Bedeutet, wenn wir mindestens drei Sachen dieses Sets gleichzeitig tragen, bekommen wir einen Sonderbuff. Und der nennt sich, oder der ist wie folgt: Reverting Time, das ist ein Skill, füllt die Munition in ihrem Clip wieder auf. Mit dem Clip gehe ich mal davon aus, dass es deine gesamte Munitionsreserve komplett wieder auffüllt und nicht das eigene Magazin. Und ich betone auch hier nochmal, und ich hoffe, dass ich jedes Mal dran denke in diesem Video, das sind die Werte auf dem Maximallevel 52. Soweit ich weiß, sollte das das Maximallevel sein. Vielleicht wird das später noch angehoben. In anderen Videos habe ich auch mal nur Level 17. Also die Werte sind, wenn ihr gerade die Rüstung erst bekommt, deutlich niedriger und passen sich quasi deinem Level an. Das ist auch ganz wichtig zu wissen. Wir fangen jetzt direkt mit den Beinen an. Level 52 ist klar, erhöht den Rüstwert jetzt schon um knapp 25.000. Anomalie Power wird um 13.800 erhöht. Status Power wird um 20% erhöht. Und Skill Life Leech, hier muss ich wieder sagen, ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass das der Wert ist, um 3,5% erhöht. Das ist die Energie, die wir dem Gegner sozusagen mit Damage eines Skills aussaugen. In der Vollversion bin ich gespannt, wie das auf Deutsch da steht, weil Leech bedeutet nichts anderes als Blutsaugen. Und es gibt eine Menge Mods, die so eine ähnliche Funktion haben. Wir fangen jetzt mal an mit dem Level 3 Mod. Shield of the Fallen betrifft die Fertigkeit Twisted Rounds. Man bekommt 18% seiner eigenen Maximalgesundheit als Schild für jeden getöteten Gegner. Zweiter Mod ist ein Level 2 Mod. Sprinten erhöht den Rüstungswert um 500.000 knapp und den Resistenzwert um 50. Das ist auf jeden Fall schon mal echt eine heftige Sache. Kommen wir zum nächsten Rüstungsteil und das sind die Handschuhe. Erhöht schon mal den Rüstwert um knappe 26.000. Anomalie Power wird um 16.100 erhöht. Close Range Damage um 14% und Long Range Damage wird um 14% ebenfalls erhöht. Level 3 Mod, solange der Skill aktiv ist, füllt sich deine Gesundheit um 15% des Lebens vom getöteten Gegner. Und der Level 1 Mod, Short Therm Lowen, bezieht sich auf die Fertigkeit Borrowed Time, reduziert die Cooldown-Zeit des Skills um 22%. Dann haben wir den Unterkörper. Rüstwert erhöht um 26.300. Maximale Gesundheit wird um 4.500 erhöht. Skill Life Leech, da haben wir es wieder, dieser blutsaugende Effekt wird um 3% erhöht. Und Healing Received, also die Heilung, die man erhält, um 14% erhöht.
Dann haben wir den Level 3 Mod. Während der Skill aktiv ist, füllt jeder finale Schuss, also der Schuss, der eine Schuss, der den Gegner tötet, die Munitionsreserve in deinem Magazin um 20%. Und der Level 1 Mod nennt sich Armor of Eons, betrifft die Fertigkeit Borrowed Time, wie in dem letzten schon. Wenn der Skill aktiviert ist, erhöht es den Rüstwert um 100% für 10 Sekunden. Ich bin übrigens mal gespannt, für alle, die die Demo schon gezockt haben, gebt mir mal ein kleines Feedback. Was ist bis jetzt eure Favorite Legende? Also ich sage Legende, weil ich Apex Legends Spieler bin. Was ist eure Favorite Charakter oder Charakterklasse? Das würde mich echt mal interessieren. Ich spiele aktuell den Technomant, der ist nicht schlecht, aber ich bin wirklich mittlerweile alle Rüstungssets durchgegangen und es gibt eine Charakterklasse, die haut den Damage im Endfight nur so raus, wenn wir gewisse Rüstungssets haben. Das wird echt noch interessant. Diese Charakterklasse ist es jedenfalls nicht, so viel sei schon mal verraten. So, das sind wir durch. Jetzt kommen wir zum Oberkörper. Erhöht den Rüstwert um 20.600, Bonusfeuerkraft um 16.400, Close Range Damage um 12%. Und Skill Life Leech um 3,25. Wir haben einen Level 3 Mod, der sich auf die Fähigkeit Borrowed Time bezieht. Wenn man während der Skill aktiv ist, Gegner tötet, reduziert das den eingehenden Schaden von Waffen und Anomalien des Gegners viermal stapelbar. Sehr, sehr interessant. Achso, übrigens für 10 Sekunden, das habe ich hier in meinem Skript völlig vergessen mit reinzuschreiben. Additional Mech ist der Level 1 Mod, bezieht sich auf die Fähigkeit Twisted Rounds. Der Skill kann zweimal eingesetzt werden, bevor die Cooldowns starten. Also wir können es zweimal nacheinander einfach direkt nacheinander aktivieren und dann erst geht die Cooldown-Zeit wieder los. Kommen wir zum Helm, dem letzten Rüstungsteil. Erhöht den Rüstwert um 23.400, Bonusfeuerkraft um 12.300, Status Power wird um 20% erhöht und der Close Range Damage wird um 14% erhöht. Der Level 3 Mod bezieht sich auf Borrowed Time, nennt sich Aggressive Teleportation. Zeit zurückdrehen bewirkt eine Explosion um einen herum und fügt allen Gegnern im Umkreis von 8 Metern 180.000 Schaden zu. Klingt auf jeden Fall extrem mächtig. Und der letzte Mod, der Level 1 Mod Strong Twist, bezieht sich auf Twisted Rounds, erhöht die Aktivierung des Skills. Erhöht bei Aktivierung des Skills die Feuerkraft um 15%. Ladies and Gentlemen, das war das zweite von, ich glaube, 15 legendären Rüstungssets Videos. Das nächste Video wird den Pyromant beinhalten. Da gibt es das erste Rüstungsset. Wer Bock auf ein bisschen Online-Content von mir hat, ich streame natürlich auch die Vollversion ab dem 1. April auf Twitch. Habe ich mega Bock. Und die Demo werde ich demnächst auch mal mit einer anderen Charakterklasse testen. Gebt mir ein Feedback, wie euch das Video gefallen hat. Einen Daumen nach oben da lassen, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Outriders nichts verpassen wollt. Das war's jetzt von mir. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.